Mikrofone laufen. Mikrofone laufen. Check, check. Synchronisieren. Kaffee? Okay. Naja, heute treffen wir uns ja auch mal früher. Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt Zeiten für Bier und es gibt Zeiten, wo man auch mal kein Bier trinken darf. Mhm. Oder muss, oder das soll. je nachdem. Das sieht ein bisschen anders aus als der Herrlichladen. Ja, würde ich sagen. Du hast mich heute hin entführt. Ja, wir sind hier offiziell heute im neuen Fotostudio in Heidelberg, namens Port Azul. Port Azul, wegen der blauen Tür dort. Genau, also aber nicht verwechseln als Fotografen, nicht Portra, also sich nicht an den Film angelehnt, sondern wirklich Port Azul. Mhm. Porta steht für Portugiesisch für Tür und Azul für Blau und ich habe die zwei Wörter gemerged und rauskam Port Azul und wir werden ja noch viele Bilder irgendwann mal zeigen und dann macht es Sinn, warum da eine große blaue Tür und wieso das so heißt. Wunderbar. Und wo sind wir? Also wir sind hier im Studio Port Azul. Genau. Aber wo ist das? Ja, wir sind hier, also klar, in Heidelberg. Wir sind auf der PHV, also auf dem Patrick Henry Village. Das ist ja der ehemalige USA Base, wo die Amis früher stationiert waren. Die sind ja mittlerweile alle verschwunden und zurückgeblieben ist halt ein richtig cooler Place, wo auch unter anderem die Commissary ist, was ja quasi im Rahmen vom Metropoling Festival auch immer halt alles zusammen da stattfindet. Also das ist so ein Platz für urbane Kunst. Ja. Und man muss es sich so vorstellen, also das war halt früher der Einkaufsladen von den Amis, die sind halt alles raus. Und halt wirklich genau hinter dieser Wand. Genau. Also wir sind ja, also Port Azul, dieses riesige Rolltor, was hier blau ist, das waren früher die Laderampen genau, für die LKW-Anlieferung. Ja. Und also wie gesagt, man kann sich so ein bisschen, würde ich sagen, es ist einfach ein Museum für urbane Kunst, der ganze Platz. Und man ist auch relativ schwierig zu beschreiben. Also es sind das muss Dinge, man sehen. Das muss man hier gesehen haben. Ja, die meisten kommen rein und staunen erstmal und kommen erstmal. Also ich finde, wenn man hier reinkommt, braucht man erstmal so 20 Minuten zum Ankommen und so mal sich einen Überblick zu erschaffen, was hier alles geht. Ja. Und und ich habe es bewusst hier auch, oder wir haben es ja zusammen renoviert, dieser Platz hier in dieser großen Kunsthalle bewusst auch ein bisschen cleaner, in weiß und so ein bisschen gehalten, um einfach auch das ganze Bunte, was da hinten draußen noch so passiert, um einfach hier ein bisschen quasi der Kontrast zu sein. Ja. Und hier kann man eher mal sich ein bisschen zurückziehen, auch immer mal wieder ein bisschen runterkommen. Und da würde ich dann auch sagen, also wenn man hier durchläuft, das ist ja schon irgendwie eine Art Reizüberflutung. Und dann kommt man hier hier ins Studio, macht die Türe auf und ein blanker weißer Raum. Ja. Wenn jetzt hier nicht die blaue Rollwand drin steht, dann ist es ja wirklich auch mit den Vorhängen alles super, super weiß gehalten. Man die Kreativität sofort ausleben. Und auch so ein bisschen von den Dimensionen. Also hier ist echt, wenn man hier drin sitzt, ist echt, wirkt also nochmal deutlich größer als jetzt vielleicht hier durch die Kamera. Ja, gib mal ein paar Stats. Genau, also jetzt reine Studiogröße sind 90 Quadratmeter. Ach doch. Für hier. Dann haben wir einen Außenbereich direkt hier vorne dran, wo man auch nur mitnutzen kann. Lass es mal 200 Quadratmeter sein. Ja, deutlich mehr. Locker. Oder deutlich doch mehr. Locker. Und natürlich kann man auch den ganzen Indoor-Space hier benutzen. Lass das auch nochmal, ich sage jetzt einfach mal roundabout 300 Quadratmeter haben. Also Platz hat man hier mehr als genug. Vor allem nach oben. Also und vor allem, Deckenhöhe, keine Ahnung, wenn ein Stockwerk so 2,5-3 Meter sind, dann sind das locker 9 Meter. Ja. Ja, würde ich auch so sagen. Also man hat Platz in jeder Dimension von oben bis unten und einfach nochmal halt, ich komme hier an, fühle mich einfach wohl, fühle mich kreativ und freue mich auch schon bald hier endlich mal zu shooten. Ich meine, du hast ja schon zweimal geshootet, ich kam leider noch nicht dazu. Ja. An dem Tag, wo wir hier die Sachen reingetragen haben, habe ich schon geshootet. Genau. Und da gleich doppelt. Du hast zwei Shootings gehabt, genau. Genau. Und dann gestern nochmal kurz, weil es mir nicht gereicht hat, weil es echt so Spaß macht. Aber wenn du jetzt schon sagst, es ist ja nicht nur dein Studio, also es ist dein Studio, klar, du hast ja investiert und den ganzen Spaß gemacht mit deinem Schwiegerpapa. Aber was hast du hier Hintergedanke? Also generell will ich jetzt hier, ich sage in meinem Elfenbeinturm nicht alleine sitzen so und alles so für mich machen. Ich finde, der Platz ist halt so geil, also auch im Rahmen oder in dem Spirit von Belichtungszeit soll einfach so ein Place to be, zum einfach come together sein, wo man halt einfach auch ich will mehrere Kaffeemaschine ist schon da, Bierkühlschrank ist da. Ja, alles da, genau. Wir haben jede Menge Platz und ich habe einfach Bock, hier Leute hierher zu bringen, um einfach coole gemeinsame Projekte, also primär klar für Fotografen alles. Ja.
Unabhängig, ob man hier Shootings macht, aber wir haben so viel Platz auch draußen, hier, wie gesagt, draußen. Wir können hier Grillabende, Bierabende machen, alles Mögliche. Hier kann man auch so viel Krach machen, weil es gibt halt einfach keine Nachbarschaft. Nee. So, man kann hier wirklich abfackeln, was man will. Ich freue mich schon da das Ganze zusammen. Ja, ich finde, das sagt schon sehr viel aus, wenn die ersten zwei Investitionen hier rein, eine Kaffeemaschine und ein Bierkühlschrank ist, dann, das sagt schon viel, in welche Richtung das gehen soll. Ja. Ja. Und vor allem auch, und auch Thema Workshops. Also hier haben wir so viel Platz für Workshops. Wir haben oben ein riesengroßer Coworkspace mit riesengroßen Tischen und neuesten Möbel. Und diese komischen Kabinen, wo man reinhockt, dann ist alles ruhig. Möbel, also Möbel mit krassestem Design. Und das ist einfach noch geil. Und also von dieser Seite wollen wir einfach noch ganz, ganz viel hier reinbringen. Wie gesagt, auch als Mietstudio zu fairen Preisen will ich da anbieten. Und also das ist unser großes Hauptprojekt, wo wir auch nochmal gemeinsam angeben wollen. Wir wollen auch nochmal so ein bisschen für die Stadt Heidelberg einfach nochmal Jugendkulturförderung machen, um einfach die Jugend, also junge, anwachsende Fotografen, die sich einfach dafür interessieren, für digitale Fotografie, will ich einfach hier ein Place bieten, um dass die da einfach sich hier austoben können. Und ich glaube, wir bekommen Besuch. Genau. Ja, wir bekommen Besuch. Und einfach einen Platz biete, um einfach da die Jugend einfach mal ein bisschen heranzuführen, um hier sich auszuprobieren, Perspektiven bieten, zu motivieren, die Basics beizubringen, um dann nach dem Motto Learn the Rules, Break the rules. Und dann wird es schön kreativ. Und da sehe ich das einfach, da habe ich voll Bock, hier mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und hier ein geiler Raum dafür zu bieten, um sich da auszutoben. Ja, ein schönes Projekt. Auch ich als angehender Mediendidaktiker und du als erfahrener Fotograf. Ich glaube, da werden wir viel Spaß geile, haben. Super geile Nummer. Nice. Sag mal, was gibt es hier alles für Möglichkeiten? Also wir haben es ja vorhin schon gesprochen. Man kommt rein und das Erste, was man sieht, ist ein riesengroßer, weißer Raum. Genau. Also ich finde, was ganz wichtig ist, wir haben Platz. Das ist ein Feature. Es gibt so viele Fotostudios, wo wir doch ein bisschen enger sind, aber wir haben halt uns unendliche Platz. Ja. Es gibt ganz viel, ich finde, auch kreative Inspiration. So. Also wie gesagt, wenn man hier reinkommt, man vergisst erstmal den Alltag. Und ich meine jetzt nicht dieses Studio direkt, sondern das drumherum. Das wie schon erwähnt, auch nicht in Worte zu fassen, was hier so passiert. Man hat Ruhe und man kann so laut sein, wie man will. Das sind ganz, ganz wichtige Features. Wir sind ebenerdig, man kann auch alles eben an Zeug anschleppen. Also der Logistik. Es gibt eine Laderampe. Wir haben eine Laderampe. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, wo echt mega cool sind. Und unter anderem mit so an Lichtformen. Ja. Fangen wir mal da an. Wir haben, ich glaube, 5 verschiedene Lichtformer. Wir haben einmal einen großen Prise-Schirm mit sehr großer Spannbreite, wo quasi auch sehr, sehr geiles Licht macht, auch schon so Richtung Tageslicht. 2 Meter, oder? Ja, ja. So Richtung, wie Sonnenlicht kann man, finde ich, schon ganz gut damit simulieren. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, kann man das große Rolltor aufmachen, was wissen das breit, 3-4 Meter breit. Ja. Und ordentlich groß, locker. Also wir haben es gestern aufgemacht und es kommt wie eine Flut rein. Ja. Also da freue ich mich schon vor allem auf den Sommer. Oh ja. Also wie gesagt, man kriegt auf Knopfdruck direktes Tageslicht. Und schon so mit Kunstlicht kann man hier sehr gut arbeiten. Wie gesagt, der große Prise. Dann haben wir das Ballonlicht. Wir haben diverse Größen an Softboxen, da wo man gut modellieren kann. Wir haben LED-Dauerlichter, wenn auch jetzt in Zukunft noch, aber trotzdem Blitzlicht integrieren, falls da jemand Bock drauf hat. Aber ich bleibe eigentlich schon am liebsten bei Dauerlicht. Das ist so am einfachsten, macht am meisten Spaß. Wir haben mehrere RGB-Lichter, verschiedene Größe, Formen, Farbe. Also man kann auch mit einem Knopfdruck den ganzen Raum einfärben in die ganze Palette. Whatever. Die ganze Palette. Also das ist echt super cool. Features vom Raum. Man sieht ja ein sehr prägnantes Feature, die Rollwand. Genau. Ich finde es auch eigentlich interessant, dass du gesagt hast, du machst nicht die Klischee-Rollwand, so eine Seite weiß, eine Seite schwarz oder so, weil davon gibt es hier ja echt genug. Also ich meine, wir haben hier eine riesen schwarze Wand und ich weiß nicht. Die ist auf, 5 Meter breit, die schwarze Wand. Genau, und dein Schwiegervater ist ja Maler. Ja. Und ich weiß nicht, wo er so eine Farbe herbekommen hat. Irgendwie schluckt das alles. Mhm. Der hat ja auch hier noch den Boden mit einer Spezialfarbe gemacht. Genau. Was super geil ist, weil wir die Reflexion die ganze Zeit von unten haben. Das hält halt nochmal wunderbar auf. Genau. Und eine sehr, sehr überteuerte weißer Backdrop, fand ich. Also der hat mich auch irgendwie,
ich glaube, in der Anschaffung schon mit allem drum dran 400-500 Euro gekostet. Das ist totaler Wahnsinn, aber jetzt haben wir auf jeden Fall ja, auch 4,5 Meter breiter weißer Backdrop, weil ich ja ursprünglich hier eine Hohlkehle reinmachen wollte, was durch gewisse Baugründe und so weiter nicht möglich war, haben wir das jetzt kompensiert. Aber ich hatte ja das Shooting jetzt am Freitag und ich hatte ja quasi damit eine Hohlkehle simuliert. Und das ist wunderbar. Kein Unterschied. Finde ich ja, vor allem voll easy. Und ja, wir haben auch mit Vorhänge viel gearbeitet, also auch das geht dann hier hinter zusammen über zwei Kanten, also 6 Meter auf 6 Meter Länge. Ja. Vorhang, wo man, wie gesagt, auch ein bisschen einfach mit, ja, mit Stoffe arbeite ich ja generell. Eine ganze Kiste voll mit anderen Vorhängen. Genau, mit diversen und können das dann, was ich halt auch mag, dann auch das nochmal anleuchten von vorne und hinten dran geht es auch, man kann ja auch, ja. Also da geht es ja ins Lager über. Kreativität ohne Ende. Genau, und ich weiß ja noch gar nicht, wo es genau alles hinführt. Also ich beginne jetzt auch im Februar meine erste Shootings hier. Ja. Versuche hier erst einmal mich zu sortieren, weil es ist auch aktuell viel zu viel. Erzähl mal noch die Story von dem Ding da hinter dir. Genau, das war auch so eine missglückte Aktion. Eigentlich wollte ich mehr mit Spiegeln arbeiten. Eigentlich wollte ich primär erst diese Rollwand komplett mit Spiegelfolie folieren. Ja. Bis wir gemerkt haben, die ist doch echt zu wellig und das wäre zu chaotisch. Ja. Und dann haben wir gedacht, wir machen das daran, wo wir dann auch gemerkt haben, das ist echt nicht wirklich ein Spiegel, so in dem Sinn. Nee, kein bisschen. Aber wiederum, das ist so geil gewellt. Und, es hat schon wieder was. Ne? Ja, du hast doch gestern hier geshootet. Ja, genau. Wir haben ein blaues Licht dagegen gebounced und dann denkst du halt, du bist unter Wasser, weil das überall so, wellt. Total reflektiert. Und ich glaube auch, dass wenn ich hier mal Ruhe shoote und da nochmal irgendwas ausprobiere und Das ist einfach krass. Das ist echt cool. Wann war ich am Samstag drin? Samstag früh hatte ich das Shooting. Ja. Und auch das Model. Also er hat sich dann direkt so, also er hat übel gemeint, er hat sich total wohl gefühlt, weil wir gegenüber von den Backdrops Spiegel angebracht haben. Also nicht, also nicht diese Spiegel, sondern richtige Spiegel. Und das war halt für ihn dann immer halt gleich, wir haben geshootet und dann zwischendrin haben wir so kurz mal die Haare gerichtet oder Klamotten. Und er hat halt sich gesehen und hat gemeint, für ihn war das halt einfach Luxus pur. Das Feature war eine sehr gute Idee, auf jeden Fall. Ja, nice. Ich glaube, so, wir haben über alles gesprochen, was hier... Ja, ansonsten hinten halt klar noch großes Lager, was ein bisschen separiert ist, dass auch alles clean aussieht. Dann noch die Umkleidestation und auch Schminkbereich für die Models. Und ja, und jetzt im Prinzip einfach nur noch so, das große Ganze steht und jetzt einfach nur noch so die kleinen Details. Aber da wird ja auch gleich dran gehen, also dass das nicht irgendwie auf der Strecke bleibt. Ich will jetzt ja weiterhin noch so ein paar kleine Updates und ich will jetzt auch mal ein bisschen shooten und Erfahrung und Feedback. Hey, da könnte man das so und so. Wie du auch jetzt mir da Feedback da mit dem Schminktisch hier vorne gezeigt hast, den werde ich dann auch nochmal umstellen. Und ja, also durch praktische Sachen werde man da noch ein, zwei Sachen dann verändern. Es ist kein verendetes Projekt, sondern dauerhaft. Dauerhaft Prozess. Wie deine Wohnung, ihr stellt ja auch alle 2 Wochen um. Klar, jetzt haben wir noch eine Größe. Aber was ich übrigens sehr geil finde hier, gerade stühlemäßig oder sowas oder Requisiten. Da hier halt direkt nebenan das Lager von einem Musikfestival ist. Ja. Ist halt irgendwie, man geht da raus und dann ist da von Strohballen oder was weiß ich, das ist halt fucking alles. Also wirklich mit 100 Quadratmeter großes Lager, wo man mal so, ah, guck mal, der Stuhl, ja komm, nehmen wir kurz mit ein Foto. Und so. Ja, das ist total krass. Also vor allem hier passiert auch ständig ein Wechsel und so drumherum. Ja. Und es ist ein sehr lebendiger Ort. Und okay, abschließend, hast du ein Shooting geplant hier? Wann war denn dein erstes Shooting? Du hast ja noch nicht mal quasi dein Eröffnungsshooting hier drin gehabt. Ich fange jetzt so im Februar an. Ja. Ich habe im Februar, glaube ich, jede Woche 2-3 Shootings. So. Geil. Samstag beginne ich mit dem ersten Shooting. Das ist ein ganz normales Polar-Shooting mit Model, wo man dann noch so ein bisschen was ausprobiert. Ja. Und irgendwie aus dem Nix haben sich hier auch aus der Region voll die coolen, interessanten Leute gemeldet. Verschiedene Musiker haben sich gemeldet, ganz neue, so jetzt in meiner Welt hier aufgepoppt. Und mit denen ich da mal was arbeiten will, um einfach mal auch wieder komplett neue Leute zu kennen und schauen, was da so passiert. Da sind, wie gesagt, ein paar sehr, sehr coole Sachen dann. Auch ein paar Brands haben sich jetzt schon gemeldet, wo wir ein paar schöne Sachen machen. Und ich freue mich so krass. Jetzt, was hier alles so möglich ist. Ja, eine Sache noch. Vorhin beim Mittagessen hast du mir erzählt, fand ich eine sehr schöne Idee, dass du hast ja erstmal ein bisschen gehadert, soll ich da jetzt irgendwie eine Instagram-Seite für das Ding machen? Hast jetzt doch eine erstellt. Genau. Aber den Hintergedanken fand ich schön, dass jeder, der hier Fotos shootet, dir gerne was zuschicken kann. Genau. Und dass das quasi als Inspirationsort für
dieses Studio ist. Genau. Also ich habe jetzt beispielsweise das Ding hier als Hohlkehle genutzt, schicke dir da ein Foto und der Nächste kann einfach mal die Insta-Seite von Port Azul durchgucken und sieht da, was los ist. Also genau, auf Instagram heißt Studio-Port Azul. Ja. Sieht man dann auch und genau, da kann man dann reposten, posten und alles zuschicken und einfach, ich finde es auch interessant, nicht nur halt meine oder unsere Arbeit zu sehen, sondern es ist ja eigentlich, wie gesagt, auch ein cleaner, blanker Raum und was jemand, der anders fotografiert, was er hier kreiert und schafft und da würde ich halt mal dieses Ganze teilen und zeigen. Ja, wie die das gestern mit dem Blau ging, das war ja, ich bin ganz ehrlich, es war nicht geplant, sondern ich habe den da angesteckt, wollte eigentlich was anderes machen und auf einmal bei uns ging er, warte mal, okay, wir werfen alles um und genau solche Sachen, mal gucken, hier sind ja viele Möglichkeiten. Okay, danke dir für den Einblick hier. Yes. Ich bin sehr, sehr gespannt und auch gucken, was da andere Leute hier irgendwie produzieren werden. Und ich hoffe, dass das richtig nice startet. Wir müssen hier jetzt auch mal ein Belichtungszeit-Treffen machen. Ja, das steht alles an. Aber ich glaube, das wäre am besten noch, wenn man ein bisschen wärmeres Wetter wieder hat und man auch das draußen nutzen kann, weil es ist schon ein geiler Biergarten da draußen. Ja. Obwohl ich sagen muss, auch wegen Wärme, wir haben ja das Glück, dass hier diese Deckenheizung quasi direkt über uns ist. Das macht es dann schon ein bisschen angenehmer. Aber das ist alles auf dem Zettel und wir haben richtig Bock drauf und zur richtigen Zeit und so schnell, wie es geht. Werden wir uns da melden und es kriegt auf jeden Fall jeder mit. Da gehen wir uns mit. Nice. Danke dir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.